Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Kennt ihr den Spruch? Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheiten, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Ja, das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Es ist nicht neu, wie gesagt, aber für einige in diesem Saal ist es vielleicht neu. Worum geht das Verbrechen des Antichristen? 2. Thessaloniker 2, 3 und 4. Lasst euch von niemandem verführen, also es kommt eine Verführung, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit, im Englischen, the man of sin, Sünde, offenbart werden. Der Sohn des Verderbens. Das ist ein interessanter Text. Im Englischen wieder, son of perdition, Sohn des Verderbens. Nur zweimal wird dieser Ausdruck in der Bibel gebraucht. Nur zweimal. Sohn des Verderbens, son of perdition. Das erste Mal für Judas. Er ist Sohn des Verderbens. Das zweite Mal für den Antichristen. Sohn des Verderbens. Jetzt der erste hat Christus quasi umhelst und ihn geküsst, aber ihn verleugnet. Der zweite wird Christus quasi umarmen, was auch immer, ist nah bei genug, umarmen, ihnen einen öffentlichen Kuss geben, aber ihn verleugnen. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vergibt, er sei Gott. Er nimmt also die Stelle Gottes und sagt, ich habe die gleiche Macht. Römer 6, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Eigentlich ist es noch stärker im Ursprünglichen. God forbid! God forbid! Nein, nein, bitte nicht! Also hier, wir sind nicht unter dem Gesetz. Keiner ist erlöst, weil er das Gesetz hält. Wir sind erlöst, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und wir sind durch Gnade erlöst. Heißt das jetzt, weil wir unter der Gnade stehen, dass wir das Gesetz beseitigen können? Nein. Das ist wieder so ein ironisches Denken, so ein nichtsnütziges Denken. Christus stirbt, weil das Gesetz vernachlässigt wurde, übertreten wurde. Gerechtigkeit heißt, es muss das folgen, was das Gesetz sagt. Wenn ihr sündigt, werdet ihr sicherlich sterben. Also das Gesetz setzt voraus, dass wenn man es übertritt, dann hat man Tod zur Folge. Christus stirbt und zahlt den Preis. Gerechtigkeit ist geschehen. Jetzt, wenn ich das Gesetz danach wegnehme, dann was hatte der Tod überhaupt für einen Zweck? Gar keinen Zweck. Also das Gesetz bleibt und der Tod Christi ist der Beweis, dass das Gesetz nicht entfernt werden konnte. Denn wenn es beseitigt hätte sein können, hätte er nicht sterben brauchen. Also der Tod Christi beweist, dass das Gesetz steht. Also ja, wir sind erlöst durch die Gnade, aber wir können jetzt nicht das Gesetz beseitigen.
Wir warten, bis die Musik aufhört. Danke. Römer 3, 31. Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei fern, sondern wir richten das Gesetz auf. Jetzt sagen wir den Menschen hier, schaut mal, warum Jesus Christus sterben musste, weil wir sind Übertreter des Gesetzes. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist nicht interessant, was die Welt mit dieser Theologie macht, wie sie sie auf den Kopf stellt? Ist unverständlich. Und mir der Herr die zwei steineren Tafel gab, sagt Mose, und Römer holt es, zitiert es da, mit dem Finger Gottes beschrieben und darauf die Worte, die der Herr euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte, Tage der Versammlung. Also hier, Gott selber hat es so für wichtig erachtet, dass er das Gesetz mit seinem eigenen Finger schrieb. So nebenbei, Gott hat dreimal geschrieben, eigentlich viermal, denn er hat das Gesetz zweimal geschrieben. Aber jedes Mal mit dem Finger. Also das Gesetz, erste Mal, zweite Mal, wo hat er nochmal geschrieben mit dem Finger? Ja, many, many Tekel passen an die Wand, das letzte Gericht über Babylon. Und noch einmal hat er mit dem Finger geschrieben. In dem Sand hat er mit dem Finger geschrieben. Und da hat er die Sünden aufgezählt, der Pharisäer, die so sich wichtig taten und die anderen anklagten. Und als sie das so gelesen haben, dann sind sie verschwunden. Also der Dekalog ist mit dem Finger Gottes geschrieben, weil, und in Stein, weil er ewig ist. Und dann haben wir das kleine Horn, den Antichristen. Der wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Daniel 7, 25. Er wird sich unterstehen, das Gesetz Gottes zu ändern, das mit dem Finger Gottes geschrieben ist, unveränderlich ist, aber er setzt sich hin und sagt, stellt sich dahin und sagt, ich bin ein neuer Gott. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr, das ist sein Name, Jahwe, Himmel und Erde, das ist sein Regierungsgebiet, gemacht, das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier haben wir den Siegel Gottes. Sage den Israeliten, halten meinen Sabbat. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat. Denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich, Jahwe, der Herr, bin, der euch heiligt. Also wenn ich den Sabbat halte, ist es eine Anerkennung, dass ich meine Heiligung, Neuumbauung erhalte von diesem Gott und keinem anderen. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Wir können den Sabbat nicht entfernen, denn wenn wir den Sabbat entfernen, entfernen wir das ganze Gesetz. Denn ein Gesetz kriegt nur Gültigkeit, wenn es unterschrieben ist und bestempelt ist mit dem Siegel des Staates, und der Präsident muss es unterschreiben. Sonst ist ein Gesetz nicht gültig. Also die ganzen 10 Gebote können von irgendjemandem kommen, aber weil der Herr, Jahwe, Schöpfer, Himmel, Erde, Gebiet, Titel unterschrieben hat im Sabbat, ist das ganze Gesetz gültig. Also die Autorität des Gesetzes liegt im 4. Gebot, nirgends anders. Die anderen sind
Satzungen, was getan werden muss, aber die Autorität, wer hat die Macht, das vorzuschreiben, liegt im vierten Gebot. Und es ist ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen, da ist das Wort Ot, zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Das haben wir ja schon besprochen. Und dieses Zeichen ist eine Marke, ein Mahlzeichen. Und dieses ist das Mahlzeichen Gottes, ein Kennzeichen. Also dieses Kennzeichen, dieses Mahlzeichen, diesen Siegel müssen wir verstehen, sonst wissen wir nicht, warum der Sabbat so wichtig ist. Hier ist ein typischer Präsidentssiegel, Seal of the President of the United States. Das ist ein Siegel. Und da haben wir einige Eigenschaften. Da ist Präsident und Vereinigten Staaten, also da haben wir einen Titel, da haben wir ein Gebiet und jetzt braucht nur noch der Präsident unterschreiben und dann haben wir was? Einen Namen. Und dann wird's Gesetz. Und ohne diesen Stempel gibt es kein Gesetz. Und genauso die 10 Gebote müssen die gleichen Eigenschaften haben, wenn sie ein Gesetz sind. Hier ist ein königlicher Siegel und da sind auch genau die gleichen Eigenschaften. Da steht nämlich der Name George VI., sein Titel ist König und sein Gebiet der Herrschung war Großbritannien und alles, was sie so ringsherum hatten. Also Gottes Siegel ist im Herzen seines Gesetzes und es bestätigt die Autorität des Gesetzgebers. Also wenn ich die Autorität Gottes angreifen möchte und sagen möchte, du hast keine Autorität über mich, was muss ich angreifen im Gesetz? Das 4. Gebot muss ich angreifen. Ich habe keine andere Wahl. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am, was steht denn da geschrieben? 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Tja, wieso nicht der 1. Tag, der 2. Tag, der 3. Tag, der 4. Tag? Ist doch egal, welchen Tag wir halten. Ja, das ist gut möglich, dass wir irgendeinen Tag halten können. Ich habe mich verabredet, sagen wir mal, mit meiner Frau. Ich treffe dich für ein ernsthaftes Verhältnis am Mittwoch nächste Woche. Da und da. Und dann sage ich irgendwann in der Woche, ist doch egal, welchen Tag wir halten. Ich kann ja auch am Dienstag oder am Donnerstag hingehen. Macht das irgendeinen Sinn? Was hat Gott gesagt? Wann ist die Verabredung? Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Also ich weiß auch, wo ich herkomme. Er ist mein Schöpfer und ich weiß, ich komme aus seiner Hand hervor und meine Verabredung ist jede Woche am 7. Tag und seine Autorität gebietet, dass es so stattfindet. Und jetzt haben wir schon wieder was anderes hier. Was ist denn hier heute los? Da muss irgendwas im Hintergrund sein, ja. Also hier ist der Siegel. Der Herr, der Schöpfer, das Territorium, das Gebiet, Himmel und Erde. Es hat also seinen Namen, seinen Titel, sein Gebiet und ohne diesen Siegel ist das totale sämtliche Gesetz nutzlos. Das konnte von Herrn Quacksalber kommen oder von wem auch immer. Ich gab ihnen auch meinen Sabbat zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie lernten, dass ich der Herr sei, der sie heiligt. Jetzt gibt es verschiedene Herren. Welchem soll ich gehorchen? Demjenigen, und wie zeige ich, dass ich ihm gehorche? Durch dem ich tue, was er gesagt hat. Hesekiel 20, Vers 12.
Wenn du deinen Fuß, sagt Jesaja, vom Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tag und Sabbat, eine Lust nennst, also nicht eine werksorientierte Sabbathaltung, so wie die Juden hatten, ich darf kein Ei essen, das am Sabbat gelegt ist, und, dann habe ich Menschengesetze. Es gab über 2000 Sabbatgesetze. Was darf ich tun am Sabbat? Ich darf vielleicht in der Natur spazieren und mir Vögel ansehen. Darf ich Schwimmflossen anziehen und Goggles und Fische mir betrachten? Nein, das ist Arbeit. Aber ich liebe vielleicht Fische und du vielleicht Vögel. Steht in der Bibel, du sollst dir keine Fische ansehen am Sabbat. Nein. Steht da, du sollst dir keine Vögel ansehen am Sabbat. Nein. Es gibt keine Arten dieser Gebote. Und weil sie nicht da sind, denkt der Mensch, da muss ich Gott ein bisschen helfen. Und so haben wir tausende Gebote über was gut ist am Sabbat und was nicht gut ist am Sabbat. Und der Herr sagt einfach, du sollst den Sabbat eine Lust nennen. Du sollst nicht deine eigenen Dinge tun, deine eigenen Gänge gehen. Musst nicht das Zusammenkommen der Heiligen außer Rechnung lassen. Und jetzt wird es schon schwierig. Wir finden fast nichts mehr in der Bibel, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Naja, und dann kamen die Pharisäer und dachten, hier helfen wir nach. Und dann gab es nachher 2000 Regeln. Ich darf nur 1000 Meter gehen am Sabbat, sonst ist das Arbeit. Und ich darf nicht kochen und so weiter. Aber wann gehe ich weg von wo? Dann kam der nächste Gedanke. Also da, wo ich esse, da ist mein Zuhause. Also am Sabbat darf ich nicht weiter als 1000 Meter von meinem Zuhause weggehen. Ja, aber was, wenn mein lieber Freund 1003 Meter weg wohnt? Ja, dann kann ich vielleicht mein Brot, denn da, wo ich esse, ist mein Zuhause, unter einen Stein stecken und am Sabbat die 1000 Meter gehen bis zu dem Stein, mich hinsetzen und mein Brot essen, dann bin ich zu Hause, dann kann ich vielleicht noch 1000 Meter gehen. Wirklich, das ist nicht erst ein Spaß, das steht in den Gesetzen drin und die spinnen total. Also der Herr hat nicht solche Gesetze gemacht und wir sind kein Talmud. Viele Leute kommen zu mir und sagen zu mir, wie hält man den Sabbat? Was darf ich und was darf ich nicht? Geh zu deiner Frau und frag sie, weißt du, ich habe dich sehr lieb, jetzt erklär mir genau, was darf ich und was darf ich nicht. Und dann macht sie eine Liste mit ungefähr 2000, das darfst du nicht. Und dann denkst du, die spinnt. Wir sind genauso. Nein, der Sabbat soll eine Lust sein. Es geht um ein Verhältnis, nicht um genau, was wir da machen. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Was will er mit ihnen machen? Sie erfreuen. Also der Sabbat ist nicht etwas, wo man sich drüber aufregen muss oder denken, das ist gesetzlich. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Also ist der Sabbat nur für Juden, ja oder nein, nach diesen Texten? Natürlich nicht. Also was war der Sinn des Sabbats? Es ist ein Tag der Ruhe. Das heißt nicht, das ist ein horizontaler Tag. Das heißt, wir finden Ruhe in unserem Herzen mit unserem Verhältnis mit Gott. Es ist ein Tag des Segens. Es ist ein Tag des Friedens. Es ist ein Zeichen,
dass ich ein Verhältnis mit diesem Gott habe, der das Gebot gemacht hat. Es ist ein Denkmal an die Schöpfung. Es ist ein Tag der Heiligung. Und es ist ein geweihter Tag. Nicht nur ein Tag, ein Denkmal der Schöpfung, sondern auch ein Denkmal der Wiederschöpfung. Wenn ihr mal im Buch Markus liest, da wird die letzte Woche, nachdem Jesus nach Jerusalem kam, Tag für Tag beschrieben. Tag für Tag. Und wenn es zum Vorbereitungstag kam, Freitag, dann schaltet es um auf Stunden. Und dann werden die Stunden beschrieben. Bis zum Tod Christi, vor Ende des Sabbats. Und wenn wir dieses durchstudieren, dann ist das die Wiederherstellungswoche. Und was am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag und am sechsten Tag geschah, ist ein Sinnbild des Sabbats. Und als dieses Werk vollendet war, der Preis für die Übertretung des Gesetzes bezahlt war, und Christus tot im Grab lag, ruhte er am Sabbattag. Und am ersten Tag der Woche ist er auferstanden, um sein Werk weiterzuführen. Also er ruhte auch. Vielleicht könnte man mehr draus lesen, wenn man will. Ich sage nicht, ihr müsst das machen. Und die Zeiten so ein bisschen durcharbeiten. Und dann könnte man vielleicht sogar sagen, wann ungefähr hat er vielleicht Adam geschaffen? Es wird ja schön sein zu sehen, wenn er die Welt wieder aufrichtet, wie es sein soll. Es ist ein ewiger Bund. Also Sabbat, Denkmal der Schöpfung und der Wiederschöpfung. O, dass du auf meine Gebote merkest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Es würde nie aufhören, es würde nie aufhören. Ach, dass du ein solches Herz, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Jetzt dieses Wort fürchten, was heißt das? Ehrfurcht, nicht Angst, Ehrfurcht. Oh, sagt man in Englisch, wow, wow. Und alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich. Das Gesetz ist nicht da als Joch, das Gesetz ist da als Hilfe. Dann warum hält die Welt heute den Sonntag? Webster's Internationales Dictionary sagt, Sonntag nennt man den Tag, der ursprünglich der Sonne geweiht wurde, um sie zu verehren. Und Schaffs Herzer Encyclopedia sagt, Sonntag, Dies Solis, des römischen Kalendertag der Sonne geweiht, der erste Tag der Woche. Ich amüsiere mich immer so über die neuen Lexikons. Zum Beispiel im Oxford Lexikon, Oxford Dictionary steht da drin, im Englischen, im Alten, Sonntag, erste Tag der Woche. Das ist eine gute Definition. In den Neuen, Sonntag, Tag nach Samstag. Was soll das? Das ist doch keine Definition, oder? Das ist doch was Relatives. Also wieso dieser Zinnober? Es ist der erste Tag der Woche, basta. Sabbat auf Hebräisch bezeichnet das Wort den Ruhetag. Sonntag war ein Name, den die Heiden den ersten Tag der Woche gaben, da sie an diesem Tag die Sonne verehrten, sagt das Enzyklopädie. Also das ist Reherakte, Anbetung. Seventh Day, Saturday, Seventh Day of the Week. Das ist das Wörterbuch. Also der siebente Tag ist Samstag und ist nicht der erste Tag. Denn dann hat Christus nicht geruht. Jetzt, wer hat es geändert? Dekretal de Translat Episcop, päpstliches Zitat, der Papst hat die Macht, Zeiten zu verändern. Jetzt, welches Gebot hat denn etwas mit Zeit zu tun? Der Sabbat. Gesetze aufzuheben und alle Dinge aufzuheben, sogar die Gebote Christi. Wow!
Das ist eine Anmaßung, das ist eine Frechheit sondergleichen. Und da haben wir das Symbol Horus und das heißt Reherakti und nicht Yahweh, so wie wir gestern gesehen haben. Also der Papst behauptet, er hat das Recht, Gottes Gesetz zu ändern und wenn Christus was gesagt hat, darf er das auch ändern. Dann ist er ja ein anderer Gott. Die römischen Dekretalia wird geschrieben, er kann Urteile und Gesetze erlassen, auch wenn diese im Gegensatz zu den Gesetzen der Völker, den Geboten Gottes und des Menschen stehen. Er kann sich von den Geboten der Jünger als ihr Oberster und von den Gesetzen des Alten Testaments freimachen. Also das sind päpstliche Zitate, sie sagen es selber. Im 2. Thessaloniker steht also geschrieben, lasst euch von niemandem verführen und in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit, Sünde ist wieder das Gesetz, nach der Definition im 1. Johannes. Der Sohn des Verderbens, haben wir schon besprochen, und diese Person setzt sich in den Tempel Gottes und vorgibt, dass sie Gott sei. Also hier sind diese Mächte, und sie behaupten, sie sind mächtiger wie Gott. Sie können Gottes Gesetz ändern. Pope Nicholas, quoted in Facts of Our Times, sagt, des Papstes Willen steht für Vernunft. Er kann über das Gesetz verfügen und durch Korrigieren und Verändern des Gesetzes auch Unrecht, aus Unrecht Recht machen. Das ist eine Anmaßung. Also welcher ist der Sabbattag? Das ist Ihr eigener Katechismus. Samstag ist der Sabbatstag. Sie wissen es also. Frage, weshalb halten wir den Sonntag anstelle des Samstags? Wir halten den Sonntag anstelle des Samstags, da die katholische Kirche den Samstag feierlich in den Sonntag umgewandelt hat. Converts Catechism of Catholic Doctrine. Das ist Ihre eigene Doktrine. Also Sie können es nicht leugnen und Sie wollen es auch nicht leugnen. Sie hängen es an die große Glocke. Wir sind ein anderer Gott auf Erden. Wir werden bestimmen. Was ist dann das Mahlzeichen des Tieres? Das Amerika, so wie wir gesehen haben, erzwingen wird und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Jetzt Gott hat Auftrag gegeben, dass seine Gebote auf der Stirn und auf der Hand sein sollten. Und die Juden haben das dann ganz toll gemacht. Sie haben sie aufgeschrieben und sich dahin gehängt und damit basta, da war es abgehandelt. Ich denke nicht, das ist, was Gott vorhatte. Was wollte er haben? Dass wir danach denken und dass wir danach handeln. Aber hier kommt etwas anderes. Also sie werden ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Hier ist eine kleine Änderung. Also das Tier ist zufrieden, wenn wir überzeugt sind, dass Sonntag der richtige Tag ist. Das ist gut. Wenn wir nicht überzeugt sind, ist auch egal, solange wir es dann an der Hand tragen. So, wir können ein Atheist sein und wir müssen Sonntag halten, weil die katholische Kirche so sagt. Das ist okay. Oder wir müssen überzeugt sein, Sonntag ist richtig und wir halten ihn. Aber Gott ist nicht zufrieden mit oder. Im Alten Testament steht und. Also ein kleiner Unterschied. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, Offenbarung 13, 16, 17. Offenbarung 13, 12, hier haben wir einen nicht übersetzt. Also dieses zweite Tier, Amerika, übt all die Autorität, hier geht es um die Autorität des ersten Tieres vor ihm, Papsttum,
und verursacht, dass alle Menschen auf Erden wohnen, das erste Tier anbeten sollen. Also lieber dem Katholizismus gehorchen als der Bibel, wessen tödliche Wunde geheilt war. Also katholische Kirche, hilf uns bitte, was ist euer Mahlzeichen? Sage uns, was euer Mahlzeichen ist. Sonntag ist das Mahlzeichen unserer Autorität, sagt die katholische Kirche. Die Kirche steht über der Bibel und die Verschiebung der Einhaltung des Sabbats ist ein Beweis dieser Tatsache. Steht geschrieben in Catholic Record, ein offizielles Mundstück der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten. Also es ist das Mahlzeichen unserer Autorität. Jetzt ist es wichtig, dass wir erachten, dass es nicht um den Tag geht jetzt mehr, sondern jetzt geht es worum? Um die Autorität. Wer ist bei mir maßgebend als Autorität? Ist es Gott oder ist es die katholische Kirche? Catholic World, katholisches Zitat, sie nahm den heidnischen Sonntag und machte daraus den christlichen Sonntag. Und dieser heidnische Sonntag, Balder geweiht, wurde der christliche Sonntag, der heilig für Jesus wurde. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass wir das machen sollen. Natürlich betont die katholische Kirche, dass der Wechsel ihre Aktion war und dass diese Aktion ein Zeichen, ein Mahlzeichen ihrer göttlichen Macht ist. Also sie behauptet, sie ist ein anderer Gott auf Erden. Faith of Our Fathers, Cardinal Gibbons war der Kardinal in Amerika, der Fürsprecher des Vatikans war. Catholic Press, Sydney sagt, Sonntag ist eine katholische Einrichtung, deren Ansprüche nur aufgrund katholischer Prinzipien verteidigt werden können. Vom Anfang bis hin zum Ende der Bibel gibt es nicht eine Passage, die die Verschiebung des wöchentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten Tag belegt. Also Sie wissen es, Sie haben das Recht dazu, sagen Sie. Die Bibel sagt, das ist Father Enright, schreibt im American Sentinel, auch ein offizielles katholisches Mundstück, die Bibel sagt, gedenke, dass du den Sabbat hältst. Die katholische Kirche sagt, nein, das ist die katholische Kirche selber, die hier redet. Durch meine, was sagst du da? Göttliche Macht habe ich den Sabbattag abgeschafft und befehle dir, den ersten Tag der Woche zu heiligen. Und so verbeugt sich die ganze zivilisierte Welt in ehrbietigem Gehorsam vor dem Gesetz der heiligen katholischen Kirche. Das war schon fast für mich genug, ich war ja katholisch. Da habe ich gesagt, wow, das gibt's doch nicht. Katechismus Romanus, Papst Pius befahl 1566 durch den Konzil von Trent, es gefiel der Kirche Gottes, dass die religiösen Feierlichkeiten des Sabbattags auf den Tag des Herrn, den Sonntag, übertragen werden. Und den Tag des Herrn haben sie einfach selbst definiert. Denn Johannes war in Vision am Tag des Herrn, aber sagt nicht, welcher der Tag des Herrn ist. Nur in Jesaja 58 sagt es, des Herrentag heiligst, den Sabbat, nicht den ersten Tag. Katholische Kirche sagt, nein, ich habe ihn verlegt. Offenbarung 10, ich wurde vom Gesicht ergriffen am Tag des Herrn, da ist der Text. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat, Markus, so dass du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt, an meinem heiligen Tage, Jesaja 58. Und den Sabbat eine Lust heißt und den Tag dem Herrn heilig ist. Also welcher ist der Tag des Herrn nach der Bibel? Sabbat. Und da können die Theologen schreiben, was sie wollen. Es bleibt der Sabbat. Sie können die Bibel vom 1. Mose bis Offenbarung lesen und werden nicht eine einzige autorisierte Aussage über die Heiligung des Sonntags finden. Sagt die katholische Kirche selber. Die Bibel erzwingt die religiöse Einhaltung des Samstags. Der christliche Sabbat ist deshalb bis heute der anerkannte Abkömmling
der katholischen Kirche als Bräutigam des Heiligen Geistes ohne ein Wort des Einspruchs seitens der protestantischen Welt. Catholic Mirror. Sie sagen einfach so, da habt ihr es. Wem seid ihr gehorsam? Mir seid ihr gehorsam. Ich bin die Mutter. Falls Protestanten der Bibel folgen würden, sollten sie Gott am Sabbat verehren. Durch das Pflegen des Sonntags folgen sie dem Gesetz der katholischen Kirche. Das ist der Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, schreibt für den Kardinal in einem Brief 1920. Also, Sie wissen es, es ist nicht etwas Neues. Protestantismus, der die Autorität der katholischen Kirche nicht anerkennt, hat keinen Beweis für deren Sonntagstheorie und sollte logischerweise den Sabbat halten, schreibt die katholische Kirche im American Catholic Quarterly Review. Also wenn ihr Protestanten seid und ihr hält den Sonntag, gehorcht ihr uns. Wenn ihr meint, die Bibel ist maßgebend, halt den Sabbat, sagt die katholische Kirche. Nicht der Schöpfer des Universums, das ist das schlimmste Zitat von der katholischen Kirche überhaupt. Dass man sowas schreiben kann, ist haaresträubend. Nicht der Schöpfer des Universums im 1. Mose 2, 1 bis 3, sondern die katholische Kirche kann sich für die Ehre beanspruchen, den Menschen alle 7 Tage eine Pause von seiner Arbeit garantiert zu haben. Wow, das wird schon frech. Beweise, wieder Catholic Mirror, und gesunder Menschenverstand verlangen die Annahme der einen oder anderen dieser Alternativen. Entweder Protestantismus und das Halten des Sabbats, oder Katholizismus und das Halten des Sonntags. Und was sagt die katholische Kirche da? Kompromisse sind nicht möglich. Es gibt also keinen Kompromiss. Also irgendwann werden diese beiden Ideologien aufeinander stoßen. David und Goliath werden sich treffen. Gut, was sagen denn die Protestanten? Heute sind da so viele, die wollen verteidigen, aus der Bibel, dass Sonntag der richtige Tag ist. Aber was sagen die obersten protestantischen Zeugen über dieses Thema? Jetzt, die sind noch nicht übersetzt, aber wir können sie ja auch in Deutsch leben. Die Episkopale Kirche sagt, da ist ein Gesetz im Neuen Testament, dass der wöchentliche Ruhetag verlegt werden darf vom Samstag zum Sonntag? Keinen. Dann schreiben sie im Manual of Christian Doctrine, das sind ihre eigenen Werke, wir haben die Veränderung vom 7. Tag zum 1. Tag, vom Samstag zum Sonntag, auf der Autorität der einen heiligen katholischen apostolischen Kirche Christi. Also die episkopale protestantische Kirche offiziell weiß genau, worum es geht. Gibt es noch andere? Was sagen die Lutheraner? Also, the observance of the Lord's Day, die Innehaltung des Herrentags, Sonntag, ist nicht gegründet auf ein Gebot Gottes, sondern steht auf der Autorität der Kirche. Steht in der Augsburger Konfession. Kann nicht besser gehen als das. Das ist ihr Hauptglaubensgrundlage. Also was sagen denn die anderen? Gibt es noch jemand, der was zu sagen hat? Die Presbyterianer, was sagen die? Die Veränderung des Tages vom letzten Tag der Woche zum ersten, da ist kein Rekord, kein Befehl, keine Autorität für diese Veränderung. Das sagen die Presbyterianer. Was sagen denn die Methodisten? Komm, wir nehmen mal die Sache des Sonntags. Da ist kein Text, der den Christen sagt, um diesen Tag zu halten. Oder dass er verschiebt werden soll vom jüdischen Sabbat zu diesem Tag. Obwohl, da ist kein jüdischer Sabbat, da ist nur ein Sabbat. Aber wenigstens wissen Sie, dass da kein Text ist, der das befiehlt. Christian Advocate, das sind ihre eigenen Zitate. Die Congregationalists, was sagen die? Es ist ganz klar,
macht nichts, wie ernsthaft wir den Sonntag halten, dass wir nicht den Sabbat halten. Das ist ganz schön, ganz eindeutig. Da ist nicht ein einziger Satz im Neuen Testament, der sagt, dass wir eine Buße oder was zahlen müssen, wenn wir den Sonntag nicht heiligen. Also die wissen das auch. Ist da noch jemand? Was sagen die Anglikaner? Sie sagen, viele Menschen glauben, dass Sonntag der Sabbattag ist, aber nicht das Neue Testament, auch nicht die frühe Kirche. Ist da irgendetwas, was uns sagen könnte, dass wir den siebenten Tag verlegen können? Der Sabbat war und ist Samstag und nicht Sonntag. Also haben die Anglikaner eine Ausrede, ja oder nein? Haben keine Ausrede. Was haben denn die Baptisten? Haben die eine Ausrede? Da war und ist ein Befehl, ein Gebot, um den Sabbat zu heiligen. Aber dieser Sabbat war nicht Sonntag. Da ist kein biblisches Zeugnis für die Veränderung des Sabbats vom siebenten zum ersten Tag der Woche. Und das kommt von dem Autor vom Baptist Manual. Das ist ihre Hauptglaubenslehre. Also sie wissen es alle. Also gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Fast alle Kirchen der Erde zelebrieren das heilige Geheimnis, das Abendmahl, jede Woche am Sabbat. Das ist ein sehr interessantes Zitat. Doch nun haben die Christen aus Alexandria und Rom wegen früherer Tradition aufgehört, dies zu tun. Also die ganze Welt hielt Sabbat. Bis runter in Afrika, die ganze Welt hielt Sabbat. Der ganze Osten hielt Sabbat. Alexandria und Rom hielten den Sonntag. Und seitdem gab es Krieg. Und der Sabbat sollte vernichtet werden auf dieser Erde. Sonntag ist nicht auf der Bibel, sondern auf Tradition fundiert und ist eine deutliche katholische Einrichtung. Wieder Catholic Record. Das Neue Testament macht nirgendwo eine Aussage, dass die Apostel den Tag der Heiligung verlegt hätten. Aber wir wissen, es geschieht aus Tradition. The New Revised Baltimore Catechism. Also es ist Tradition, nichts anderes als Tradition. Er antwortet und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebote um eure Aussätze willen? Tradition, im Englischen steht Tradition. Und also habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eure Aufsätze, Tradition zu willen? Aber vergeblich dienen sie mir, derweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Also entweder wir gehorchen Gott oder wir gehorchen der katholischen Kirche. Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber ist, dass sie mir dienen, derweil sie lehren solche Lehren, die nichts sind, die Menschengebote. Und er sprach zu ihnen, wohl fein habt ihr Gottes Gebote aufgehoben, auf dass ihr eure Aufsätze, Traditionen haltet. Markus 7, 7 und 9. Die Juden haben das nämlich auch gemacht. Sie haben gesagt, Tempelgeld, Tempelgeld, alles Geld zum Tempel. Und die Älteren, naja, wenn ihr euer Geld gibt zum Tempel, dann ist alles in Ordnung. Und dann konnten die alten Menschen krepieren. Und Gott hat gesagt, das ist gegen Gottes Gesetz. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kanon und Tradition, katholisches Zitat, die Autorität der Kirche ist nicht an die Autorität der Bibel gebunden. Da sie den Sabbat in den Sonntag umgewandelt hat, nicht durch ein Gesetz Christi, sondern durch ihre eigene Macht. Im Jahre 2003 kam die katholische Kirche, hat das ganze Sabbatsthema wieder aufgewühlt und darüber werden wir nachher ein bisschen reden, das ist sehr interessant. Und dann haben sie dies auf ihrer Homepage geschrieben. Die meisten Christen nehmen an, dass Sonntag der biblische Tag der Anbetung ist. Die römische katholische Kirche protestiert. Sie protestiert, dass sie es ist, die den Sabbat verlegt hat, vom biblischen Sabbat Samstag zum Sonntag.
um zu argumentieren, dass diese Veränderung in der Bibel bestätigt wird, ist unehrlich und auch eine Leugnung der katholischen Autorität. Die haben das so schön gesagt, ich könnte es gar nicht besser sagen. Also wenn wir sagen, hör mal, hier steht es in der Bibel, wir müssen den Sonntag haben, dann ist es unehrlich, sagt die katholische Kirche. Und nebenbei ist es eine Ablehnung von unserer Autorität. Also geht der Sabbat um den Tag oder geht es um die Autorität Gottes? Wir müssen das verstehen. Es geht um die Autorität. Der Tag ist nur so nebenbei. Wenn Protestantismus ihren Glauben auf die Bibel gründen wollen, dann müssen sie den Samstag halten. Das ist die katholische Kirche, die das sagt. So, jetzt was von diesen Protestanten, die die Texte in der Bibel gebrauchen, um zu beweisen, dass der Sonntag der richtige Tag ist. Immer wenn ich einen Vortrag über dieses Thema halte, dann gehen die Leute zu ihrem Prediger und der Prediger sagt, ja, wir müssen den Sonntag halten, komm, ich zeige euch in der Bibel. Die katholische Kirche sagt, das ist was? Unehrlich. So, schauen wir mal diese Texte an, die sie gebrauchen. Hier haben wir den, da sind 8 Texte über den ersten Tag der Woche. Der erste Text, den sehen wir in Matthäus 28,1. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und andere Maria das Grab zu besehen. The Sabbath has passed and it was daybreak on Sunday, sagt die New English Bible, also wissen wir, welcher Tag das war. Gut, Frage, ist da irgendeine Änderung des Sabbats da? Nein, es ist eine rein historische Angelegenheit. Sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche. Und wir studieren das ein bisschen weiter. Und es war der Rüsttag und der Sabbat brach an. Dieses Wort Rüsttag, Vorbereitungstag, wird gebraucht nur für den 7. Tag Sabbats, Vorbereitungstag, also immer der Freitag. Der Sabbat brach an, es folgten aber die Weiber nach und mit ihnen gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten Speise und Salben. Und den Sabbat über waren sie still nach dem, was sagt es? Gesetz. Also sie haben den Sabbat gehalten. Und am ersten Tag der Woche sind sie dann zum Grab. Gut, kommen wir schauen uns den zweiten Text an. Den lesen wir in Markus 16,1-2. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei, auf dass sie kämen und ihn salben. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tag der Woche, sehr früh, da die Sonne aufging. Irgendeine Änderung des Sabbats da? Nein. So nebenbei, wieso wiederholt die Bibel sich in diesen Texten? Das ist das zweite Mal, wo wir diesen Text sehen. Hier ist der dritte Text, den lesen wir in Markus 16,9. Jesus aber, der auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er am ersten der Maria Magdalena, an welcher er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Frage, eine Änderung des Sabbats da, ja oder nein? Nein, das ist eine rein historische Tatsache. Der vierte Text, den lesen wir in Lukas 24,1. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Irgendeine Änderung da? Nein. Also jetzt wieder meine Frage. Wieso hat jedes Evangelium diese Geschichte drin? Ist das nicht eine unnütze Wiederholung, so wie so viele behaupten? Habt ihr gewusst, dass die Bibel ist ein Gesetz, die ganze Bibel? Es wird das Gesetz Mose, ist die ganze Bibel, die ersten 5 Kapitel in der Bibel. Zum Gesetz und zum Zeugnis, das muss alles nach diesem Wort reden. Die ganze Bibel ist ein Bund, ist ein Vertrag zwischen uns und Gott, Gott und uns. Und ein Vertrag muss immer durch Zeugen unterschrieben werden. Wie viele Zeugen müssen da sein, wenn ihr ein Haus kauft? Mindestens
2. Sonst ist der Vertrag ungültig. Heutzutage möchte man gerne diese überflüssigen Texte entfernen und sagen, es ist ja unnütz. Wenn wir es reduzieren auf nur ein Zeugnis, was dann? Dann ist es nicht mehr gültig. Es muss also mehr als ein Zeugnis sein. Und das macht die Bibel glaubwürdig und bestätigt durch Zeugen. Also hier sind beim vierten Text sind wir, da ist noch keine Änderung des Sabbats. Was sagt der fünfte Text? Den lesen wir im Johannes 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Also wieder eine rein historische Tatsache der Zeugen. Sechster Text, Johannes 20, Vers 19. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelten und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Endlich ein Text, der was Anständiges sagt, sagen die Protestanten. Die Jünger waren beisammen am ersten Tag der Woche, sie hatten also einen Gottesdienst. Wirklich, das wird gesagt. Aber sie lesen und sie sind unehrlich, denn sie waren zusammen aus Furcht vor den Juden. Am Sabbat waren sie okay. Sie haben gewusst, dass kein Jude was tun wird. Pharisäer werden sie auch nicht verfolgen. Das war gegen den Sabbat. Aber als der erste Tag der Woche kommt, da fingen sie an zu zittern. Denn jetzt dürfen sie ja was machen, die Pharisäer. Und so haben sie sich versteckt. Es war kein Gottesdienst. Also es ist unehrlich zu sagen, dass das eine Verschiebung des Sabbats ist. Es bleiben nur noch zwei Texte übrig. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zur Mitternacht. Wow, jetzt haben wir endlich einen Text. Es gab Gottesdienst und Paulus hat gepredigt. Nein, er predigte bis wann? Bis Mitternacht. Und die NIB, das ist die New English Bible, sagt on Saturday night. Also was ist hier passiert? Sie haben den Sabbat gehalten und als der Sabbat vorbei war, gab es eine Versammlung. Eine Kirchenversammlung, ja. Er hat die Kirche herbeigerufen. Warum? Weil es ein heiliger Tag war? Nein, wir werden sehen. Apostelgeschichte 20, 8 und 11. Und es waren viele Lampen auf dem Söller. Also war es abends oder war es tagsüber? Abends. Also Sabbat war vorbei, Samstagabend, die Kirchenglieder kamen zusammen, die Lampen wurden angesteckt, Paulus hatte ihnen etwas zu erzählen und er hat geredet bis Mitternacht. Das ging den armen Eutychus auf den Wecker, er hielt es nicht mehr aus, er schlief ein und fiel aus dem Fenster. Paulus hat sicher so genauso viel gequasselt wie ich. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen. Ich liebe diesen Text. Bis der Tag anbrach. Also, was für einen Tag haben wir jetzt? Sonntag früh. Sonntag früh. Und also zog er aus. Also, wenn das ein Ruhetag war, er wollte ihn nicht verschwenden in Ruhe, sondern er hatte was vor. Er musste wohin. Er musste wohin. Und somit hat er nach dem Sabbat die Versammlung zusammengerufen, um ihnen alles zu erklären, denn er hatte was vor, er musste reisen am nächsten Morgen. Es war kein heiliger Tag, war kein Ruhetag, es ist keine Verlegung des Sabbats. Und so nebenbei, und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern. Apostelgeschichte 2, 46. Also wenn man behaupten möchte, aber sie haben ja Abendmahl gehabt, das war also ein heiliger Tag, dann haben wir ein Problem hier, denn sie haben jeden Tag dann heiligen Abendmahl gehabt. Was heißt es denn, Brot zu brechen zusammen? Sie haben eine Mahlzeit zusammen gehabt. Potluck. Und dann gibt es noch einen Text. 1. Korinther 16, 1 und 2. Das ist der letzte. Was aber die Steuer angelangt, also Kirchengebühr, Zehnten,
die den Heiligen geschieht, wie ich den Gemeinden in Galatien geordnet habe, also tut auch ihr. Am jeglichen ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt, und das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zu sammeln sei. Also sagen die lieben Brüder, es war Gottesdienst. Denn die hatten die Geldsammlung. Der Beutel ging rum. Aber das steht nicht da. Das sagt bei sich selbst. Und am ersten Tag der Woche sollen sie es tun. Warum am ersten Tag der Woche? Wann hatten sie ihren Lohn empfangen? Freitag. 6 Tage haben sie gearbeitet. Sie waren Wochenlöhner. Sie haben ihren Lohn am Freitag bekommen und sind nach Hause. Jetzt sagt Paulus, Sabbat ist wichtig, kommt, macht nicht hier rum mit Geld, das ist Vorbereitungstag, bereitet euch vor auf den Sabbat, und wenn der Sabbat vorbei ist, dann rechnet aus, was ihr dem Herrn schuldet, legt es beiseite, nicht in der Gemeinde, sondern haltet es, bis ich komme. Und dann, so wurde der Zehnte bezahlt. Also, die Bibel in Englisch, einige sagen at home, also bei sich selber zu Hause, leg dein Geld weg. Also nicht Sonntag heiligen, sondern Sabbat heiligen. So heilig ist der Sabbat geachtet, dass du das eher am Sonntag machst und nicht am Sabbat. Also hat Jesus das Gesetz und die Sabbat geändert? Nein. Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen. Jesus hat den Sabbat gehalten. Matthäus 5, 17 und 19, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, euch vorzuleben. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tittel von dem Gesetz, bis das alles geschehe. Ist der Himmel noch hier? Ich weiß, es ist oft grau in Europa, aber heute könnt ihr ja bestätigen, er ist noch da. Und somit ist der Sabbat auch noch da. Wer nur einen von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Jetzt behaupten einige, das ist ja toll. Ich werde also noch im Himmelreich sein, nur ein bisschen klein. Aber ein bisschen weiterlesen, dann steht da, er wird nicht im Himmelreich sein. Also der Kleinste ist nicht im Himmelreich. Dann dazu seid ihr berufen, weil euch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Hat er Sabbat gehalten, ja oder nein? Ja. 1. Johannes 2, 6. Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Also Jesus hat den Sabbat gehalten, hat ihn nicht verlegt, also müssen wir ihn auch halten. Denn ich bin der Herr und ich wandle mich nicht. Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und ewig. Ich will deinen Samen bestätigen, ewig Licht, und deinen Stuhl bauen für und für. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Bei Gott ist da keine Änderung, nur der Papst darf sein Gesetz ändern. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Johannes 14, 15. Johannes 15, 10. So ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Ist doch logisch. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchen ist keine Wahrheit. So nebenbei gesagt, was von den armen Menschen, die den Sonntag halten und glauben, dass sie Gottes Gebote halten? Sind die jetzt verurteilt hier oder nicht? Nein, warum nicht? Weil Gott sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Also der Herr
richtet nach dem besten Wissen. Aber wenn ich es weiß und ich tue es nicht, dann ist es für mich Sünde. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Es wird einem schwer gemacht, aber die Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, 3. Denn dazu seid ihr gerufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. 1. Petrus 2, 21. Jesus hatte eine Großtaufe, ich brauche eine Großtaufe. Jesus hat den Sabbat gehalten, ich muss den Sabbat halten. Jesus hat die Gebote Gottes gehalten, ich muss die Gebote Gottes halten. Es ist logisch. Jetzt behaupten einige, das Kreuz hat den Sabbat geändert, weil wir feiern den Auferstehungstag. Wo steht in der Bibel, wir feiern den Auferstehungstag? Und es war der Rüsttag, das ist immer der Freitag vor dem Sabbat gewesen, und der Sabbat brach an. Also Vorbereitungstag, Sabbat. Es folgten aber die Weiber, nachdem mit ihm gekommen waren, aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt wurde. Das geschah kurz vor dem Sabbat, Lukas 23, 55. Sie kehrten aber um, bereiteten Speisen und Salben und den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetz. Sie hielten den Sabbat. Jesus ruhte im Grab am Sabbat. Sie fanden aber den Stein aufgewälzt vor dem Grabe, Lukas 24, Vers 2, Sonntag. Also es war der Rüsttag, der sechste Tag, Lukas 23, 54, der Sabbat, sie ruhten, Lukas 23, 56, am ersten Tag kamen sie zum Grab, Lukas 24, 1, wo ist da eine Änderung? Nirgends. Wie feiern wir die Auferstehung Christi? Wie feiern wir sie? Wenn wir getauft werden, dann sterben wir in Christus und stehen auf in seinem Leben. Das ist eine Feierung der Auferstehung. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl haben, gedenken wir seinen Tod, bis er kommt. Gut, also der Sonntag hat keine Heiligkeit. Das Kreuz hat nichts geändert am Sabbat. Einige behaupten, ja, aber wie weiß ich denn, welcher der Sabbat ist? Wie weiß ich denn, dass gerade jetzt Samstag wirklich der Sabbat ist? Das kann sich ja alles in den Jahrtausenden der Geschichte geändert haben. Kein Mensch weiß, welcher der Sabbat ist. Also wählen wir irgendeinen Tag und damit basta. Habt ihr das Argument schon mal gehört? Gut. Können wir wirklich sicher sein, welcher der siebte Tag ist? Kommen wir fragen die Astronomen, was sagen die dazu? Hier? We have had occasion to investigate the results of the works of specialists in chronology, also Spezialisten haben wir in der Chronologie befragt und haben das studiert und haben nicht den geringsten Beweis gefunden, dass da irgendeine Änderung der wöchentlichen, der siebentägigen Woche stattgefunden haben. Keine Veränderung in der Kontinuität des Wochenzyklus. US Naval Observatory, Washington, D.C. Also, das behaupten die. Aber kommen wir gehen ein bisschen weiter. Sagen wir mal, was wenn der Sabbat geändert wäre oder dass der Ruhetag verloren gegangen wäre? Gott hat ihn eingesetzt bei der Schöpfung. Das ist der erste Punkt. Hier fängt der Sabbat an. Wenn er je vergessen gewesen wäre, beim Manna vom Himmel, hätte er ihn wieder bestätigt. Ne? Also da war er wieder ganz sicher da. Denn Gott hat jeden Sabbat ein Wunder gewirkt. Jeden Sabbat. Jeden Freitag war da Brot für zwei Tage, jeden Sabbat war da nichts. Wenn sie ihn vergessen hätten, dann auf dem Berg Sinai hätte er ihn wieder bestätigt. Das ist der dritte Punkt. Gut, 46 vor Christus fängt der julianische Kalender an. Und Christus ist gekreuzigt hier im julianischen Kalender. Die Stifthütte und alles, was auf ihn hinwies, Sabbat
Und das Kreuz haben wir ja jetzt gerade gesehen, ganz deutlich. Der Sabbat war er im Grab und sie ruhten nach dem Gesetz. Also im julianischen Kalender haben wir eine Bestätigung des Sabbats. Jetzt der julianische Kalender ist Kontinuität, Kontinu. Und hier haben wir die Wochentage. Und beim julianischen Kalender haben wir eine Änderung. Es geht vom ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag im Monat, springt es zum 15. Tag. Also da haben sie eine ganze Reihe Tage hinzugefügt, aber der Wochenzyklus ist nicht verändert. Es ging vom 4. vom Mittwoch zum Donnerstag oder vom Dienstag zum, was steht da? Ich kann es nicht lesen von hier. Jedenfalls, der Wochenzyklus wird nicht geändert. Und dann haben wir den gregorianischen Kalender. Interessant, warum sie ihn geändert haben. Die katholische Kirche hat nicht nur den Sabbat geändert, sondern den Monat auch geändert, damit die heidnischen Festzeiten übereinstimmen mit diesem Kalender. Und so der Sabbat ist bestätigt durch die Geschichte bis zum heutigen Tag. Der Sabbat ist nicht weg, also das ist kein Argument. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, Matthäus 24, 70. Also Jesus sagt, bei der Vernichtung von Jerusalem wird der Sabbat auch noch gehalten werden. Let no man therefore judge you in meat or drink or in respect of a holy day or the new moon or the Sabbath day. Das ist die King James Bibel. Lass niemand euch urteilen, das ist der andere Lieblingstext, Kolosser 2. Lass niemand euch urteilen mit Bezug auf Miet, Essen oder Trinken oder mit Bezug auf einen Feiertag oder ein Neumondfest oder eines Sabbattages. Sabbath Days. Hier haben wir eine Mehrzahl im King James. Wenn es kommt zu der ASV, dann ändern sie das zur Sabbath Day. Könnt ihr den Unterschied sehen? Also hier haben sie ein bisschen gemogelt. Ursprünglich ist es Mehrzahl. Und im Kolosser geht es um Essen und Trinken und Festtagen und Sabbattagen. Welche Tage sind denn das? Der Sabbattag oder die zeremonialen Sabbate? Denn Essen und Trinken, wo finden wir das? In den Zeremonien oder finden wir das im Gesetz Gottes? Also was hier geändert ist, ist nicht der Sabbat, sondern die Festzeiten sind ans Kreuz genagelt und die Sondersabbattage, die an irgendeinem Tag der Woche hätte sein können, wenn sie zufälligerweise am Sabbat war, den siebten Tag Sabbat, dann war es ein hoher Hochsabbattag. Also hier ganz eindeutig. Also und ausgetilgt die Handschrift, so wieder uns war, welche durch die Satzungen entstand und uns entgegen war und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Also die Handschrift war Mose Gesetz. Und das zeigte auf Jesus Christus, der kommen würde. Als er starb, wurde diese Sabbate entfernt. So lasset niemand euch Gewissen machen, sagt Kolosser, welches ist der Schatten von den zukünftigen war, aber der Körper selbst ist in Christo. Also diese Gesetze waren Schattengesetze, sie zeigten auf Jesus Christus, sodass Paschalam, das Paschafest zeigte auf Jesus Christus, der sterben würde in der Zukunft und wir brauchen das Fest nicht mehr halten. Wir halten jetzt nur noch den siebten Tag Sabbat. Also der wöchentliche Sabbat wurde im Paradies eingeführt und zeigt zurück auf die Schöpfung. Er existierte vor der Sünde. Also hier haben wir den Sabbat und Gott sagt, denn in sechs Tagen habe ich Himmel und Erde geschaffen. Er zeigt zurück. Die zeremonialen Sabbate mit ihrem Opferdienst verbunden und zeigten auf die Erlösung, sie zeigten nach vorne. Diese war ein Schatten von was kommen sollte. Also es ist unehrlich, Kolosser zu gebrauchen, um den Sabbat zu entfernen. Die katholische Kirche hat recht.
Wenn die Protestanten versuchen, den Sabbat zu beweisen, dass er Sonntag ist aus der Bibel, sind sie, was sagen sie? Unehrlich. Haben die Jünger den Sabbat geändert? Das ist noch ein Argument. Paulus hat Sonntag gehalten. Apostelgeschichte 17,2. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. War also Sabbat. Und er lehrte in der Schule an allen Sabbaten und beredete beide Juden und Griechen. Da aber die Juden aus der Schule gingen, baten die Heiden, dass sie, was steht da? Am nächsten Sabbat ihnen die Worte sagten. Am folgenden Sabbat aber kam zusammen fast die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören. Jetzt, wenn man das nicht so haben will, dann kann man das ein bisschen ändern und das Wort Juden rausholen und einfach nur sie sagen. Ganz interessant, wie das manchmal gemacht wird. Aber das ist ursprünglich, so steht es da in der Bibel. Also zu den Heiden und zu den Juden hat er welchen Tag gebraucht? Sabbat. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Da ist kein Beweis für die Änderung des Sabbats und nur der Mensch der Sünde, der das Gesetz absichtlich nicht nur übertritt, sondern sogar verändert, sagt, ich habe es gemacht. Hebräer 8,10. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es. Das Gesetz muss hier im Herzen sein. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben auf den Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Offenbarung 22, 14. Selig, wenn wir seine Gebote halten. Nur in der Jesuitenbibel wird es verändert zu selig sind die, die ihre Kleider waschen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt, sagt 2. Petrus 3,13. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, spricht der Herr, also sollt euer Samen und euer Name stehen, sagt Jesaja. Und dann, die Gerechten erben das Land und bleiben ewiglich drin. Und sie werden von einem Sabbat zum anderen vor mir kommen und von einem Neumond zum anderen vor mir sein, sagt Jesaja. Also von Sabbat zu Sabbat in der neuen Erde wird Sabbat gehalten. Und Neumond zu Neumond, sind das nicht Festzeiten, die wieder gehalten werden, ja oder nein? Also ein Monatsfest im Himmel und ein Wochenfest im Himmel. Jeden Sabbat. Jeden Monat. Am Sabbat feiern wir Sabbat mit dem Herrn. Was machen wir am Neumondfest? Jeden Monat. Was sagt die Bibel? Der Baum des Lebens trägt seine Früchte wie oft? Einmal im Monat. Und wie viele Früchte hat er? 12 verschiedene Arten. Und die Blätter sind zur Heilung der Nationen. Also ich denke, wenn ich mal so ein bisschen spekulieren darf, dass wir ein Monatsbaum des Lebens Fruchtfest haben und dass wir vielleicht einen Tee trinken, der von Baum des Lebens Blättern gemacht wird. Ich weiß nicht, Jugend, vielleicht schmecken die Blätter so wie gesunde Schokolade. Ich weiß es nicht. Aber die Blätter werden wir vielleicht auch essen. Und da wird was drin sein, was die Gene so aufheitert, dass sie für ewig funktionieren. Gott hätte ja auch den Baum des Lebens beseitigen können. Er ist Leben, er hätte es mir einfach geben können. Warum tut er das nicht? Warum muss ich noch immer den Baum essen, auch in der neuen Welt? Damit ich meine Abhängigkeit und meinen Gehorsam nicht vergesse. Und damit ich das gedenke, was zu diesem ganzen Übel an erster Stelle führte. Und so ist Gottes Gesetz, Gottes Satzungen sind perfekt. Und kein Mensch hat das Recht, um zu sagen,
Hör mal, Gott, was du da willst, das mache ich nicht, so wie ich es will, und jeder wird mir gehorsam sein. Wir können keinen anderen Gott dienen. Also ich und mein Haus, wir haben uns entschlossen, wir halten den Sabbat. Gott segne euch.